ich bin so... Alles gut. Alles gut. Echt? Oh. Madison, ist sie das Baby? Das ist eine gute Frage. Maybe. Oh, könnte sein. Da hat man alles gespoilert. Ich hätte null diese Spoiler, wenn man einfach zu klug ist. Ja, ich glaube. Deswegen schaue ich mit der Oma keine Krimis, weil die weiß immer gleich, wie der böse. Ich so mit Mais, Radieschen. Fisch. Ja, tut mir leid, Entschuldigung. Die Mama. Ich glaube, ihre Schwester. Mama. Nein, das ist gemein. Wem jetzt gegenüber? Was, hat sie einfach eine junge Mutter? Nein, stimmt, es war eigentlich nicht. Ja. Mama. Mama. Haben jetzt beide dasselbe gedacht? Ich habe eigentlich nicht das Mama, ich habe einfach nur Mama. Ich habe ein Mama. Okay, aber diese, wie man Sachen in die Hand nimmt, ist immer noch bescheuert in diesem Spiel. Warte, hier bin ich. Schnell raus hier aus dem Wald. Oh nein. Mama? Mama. Mutti. Ist das auf einmal Silent Hill, oder? So, René streamt jetzt auch wieder. Hier ist alles falsch. Gesundheit. Oh, Entschuldigung. Hier ist alles falsch. Oh mein Gott, schauen wir mal, was bei der Mama passiert ist. Auf dem Bild. Oh nein. Mama ist zerkratzt. Geh mal weg. Wir sind weiterhin in dem Wald. Mich ein bisschen ans Anwesen, wenn man jetzt Dead by Daylight Karten durchgeht. Oh no. Oh nein, jetzt gehen wir noch einen Raum. Oh Gott, es ist so dunkel. Was? Was? Die Tür ist verkehrt herum? Wie soll ich die öffnen? Mama? Warte mal, kann ich mir die Gläser und so auch anschauen? Ich will schlafen gehen. Geh ins Bett. Das ist kaputterer. Nein, oder? Nein. Kürzer, schau, das ist kürzer geworden, aber ich glaube, es ist nichts passiert damit. Niedriger. Niedriger, Mann. Flacher? Deutsch? Ich glaube, das ist einfach nur mit dem Mutterbild, was passiert. Ja, schau. Es wird von Mal zu Mal zerkratzter. Sie ist der Entidus. Die Mutter? Ach du Scheiße, jetzt sind wir draußen. Jetzt kommen die Killer. Jetzt laufe ich aber schnell weg. Gab's schon einen Jumpscare? Gab's einen? Hä? Schau mal, wie ich der Weg hinter mir so hoch. Du bist der. Oh nein, oh mein Gott, nein! Das sind die Kratzspuren, die wir hinterlassen, die der Killer sieht. Wenn du halt in Dead by Daylight ein Killer bist, dann siehst du solche Markierungen am Boden. Was ist das? Das ist so Fußspuren, also Kratzspuren, die die Überlebenden halt hinterlassen, damit du so ungefähr eine Ahnung hast, wie halt hier, wenn sie laufen. So, ja, ja. Du läufst nicht, wie du gehst. Ja, jetzt gehe ich. Eigentlich ist das eh. Also du bist das Opfer gerade. Ich bin jetzt gerade das Opfer, kein Killer. Nein, nein, ich bin ein Opfer. Ich hab so gut Opfer. Hey, excuse me. Nein, aber du so gut. Ja, aber so geht, gehen die Überlebenden. Du bist sicher der Du am Spieß schreien. Oder deine Mama. Und du musst sie dann. Aber ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Mit der Brille noch weniger. Ich sehe das Tattoo oder so. Ich sehe mehr im Stream da, ich höre es da rechts. Ein Fernseher. Überprüfen wir mal. Oh Gott, jetzt kommt sicher The Ring Girl. Rausgekrabbelt und frisst und. Mama? Was ist los? Oh, die hat sicher Depressionen, irgendwas gehabt, die hat sich umgebracht. Traumatized child. Was ist? Oh nein, bitte lass nichts, was aus dem Fernseher kommt. Mama! Nein, du machst jetzt Jumpscare. Ich bin da. Ich jetzt so an und alles so. In Ordnung. Von, ja. Die von der Himmel ja. Kommen. Ja, die dann so hoch. Ich dachte, du hast noch. Komm mal, gelb-grün. Ein gelb-grün ist das. Ja. Hätte ich, glaube ich, gesagt. Discard, ja.
dass man verliert Karten. So wie ich auch gespielt habe mit Bucky. Ich komme immer nur hierher, weiß aber 90% der Zeit, dass das abgeht. She visits my grave while the night winds wail. Stell dir mal vor, da wäre jetzt unser Lied. Gonna be dead by daylight. Gonna be dead by dawn. Oder so. Jede Nacht aufs Neue. Bleib nur auf der richtigen Straßenseite. Nein, also das jetzt, müsste ich hier tun. Ist ja links die richtige Seite. Nein, schau nicht irgendwo auf irgendwas drauf. Augustin hieß die. Nein, du überfährst diese Person und hilfst nicht. Eine Anhalterin? Girl, oh Gott, fahr weiter, fahr weiter. Als Single-Frau allein. Aber es ist weiter. Eh eine Frau. Ja und? Anhalten. Da könnten wir hier. Haben wir nicht heute bei Pen and Paper gesagt, man muss den Leuten nochmal vertrauen? Nein, nicht wenn du eine alleine Frau bist. Tschüss, Papa. Fahren! Ja, aber die wird sich merken, dass wir nicht gefahren. Dass wir weitergefahren sind. Dann wird sie sagen, warum sind weitergefahren. Da sind andere Leute drinnen, die dann kommen sie, kidnappen, was weiß ich alles. Nein, vertraue. Ich vertraue niemanden. Also ich meine das jetzt in Real jetzt, ja. Vor allem bei. Zum Glück sterben wir nicht im Wald, sondern stürzen im Flugzeug ab. Das wäre auch noch hart gewesen, ja. Ihr anhaltet! Aber es nervt mich, dass das so lange dauert. Man muss diese. Kann man sich skippen? Nein, man muss diese. Ich. Hi! Hallo! Also, was ist passiert? Hatte einen Platten. Eine Amerikanerin! Ja. Bin ich auch. Okay. Ja, also. Könnte ich bei dir mitfahren? Ich will die Oma nicht mitnehmen. Ach so, ja, na klar. Du kannst mich bei Garant Manor rauslassen. Ist nur ein paar Meilen von hier. Gibt's keine Hände? Komisch. Genau da muss ich nämlich auch hin. Dann ist es kein Umweg für dich. Wie sieht denn von aus? Schätze nicht. Die ist mir sass, die Oma. Gut, dass du sie mitgenommen hast. Vielleicht, weil vielleicht würdest du sie bei der Maddie, also dort dann wieder sehen und sie so, du Bitch, bist einfach weitergefahren. Ja, ja, eben genau deswegen, sag ich ja. Du hast die Anhalterin mitgenommen. Gemeinsame Reise. Ja, das ist vom Until Dawn Entwickler in der Welt von Dead by Daylight, Haarhaufen. Until Dawn. Dann haben wir beide das gleiche das Spiel, Ziel. Das wir auch gespielt haben. So ein Zufall, was? Gestreamt haben. Ja, ich meine, ganz so verrückt ist es nicht. Das. Immerhin verstehen wir uns schon ziemlich gut. Und diese Straße führt sonst nirgendwo hin. Mach also, sagtest du, du willst geschäftlich nach Garant Manor, oder? Hab ich nicht. Oh. Sie hat also, eigentlich gar nichts gesagt. Wo kommst du her? Her? Na, wo lebst du? Paris. Ich hätte keine Da komme ich her. Im Moment. Davor kam ich aus Amsterdam, Dublin, Mailand, Los Angeles. Okay, Flex halt. Und Oregon. Vor langer Zeit. Oregon, echt da cool. Waren wir aus Oregon. Hey, meine Mom ist aus Oregon. Naja, eine von beiden. Hab gehört, da soll's echt schön sein. Eine von Oder beiden. Auch ein echtes Drecksloch. Aber ein echt schönes Drecksloch. Ich kann sowieso nichts dazu sagen, weil ich nie da war. Ich bin New Yorkerin. Durch und durch. Hab's auch nie weiter als zur 14. Straße geschafft, ehe ich aufs College ging. Hier in England? Ah, nein, in Berlin war oh, das. Oh, Berlin. Oh, ich heiße übrigens Maddie. Linda. Nett, dich kennenzulernen, Maddie. Ja, ebenso. Auch wenn ich erst dachte, du haust mich gleich um. Ah, tut mir leid. Das werde ich noch. Wie verdienst du dein Geld? Was weißt du über dieses... Ja, ich würde das Anwesen. Das Anwesen! Das ist aber so beklommen. Das heißt beklommen? Ja, nicht. Boah, na so... dass sich etwas so... beklemmend, glaube ich. Ist das so beklommen? Oder? Ja, wie verdienst du dein Geld? Das ist ein bisschen... Wie verdienst du dein... Nein, Entschuldigung, ich würde es auch gerne wissen, wenn die da immer überall lebt. Wir verstehen, wir haben zwei Worte miteinander gewechselt, ja. Ich bin neugierig. Aber Chat ist anscheinend, dass wir mehr über die... das Anwesen fragen. Wir sind jetzt beklommen. Gut. Dann machen wir mal beklommen. Also, was weißt du über dieses Anwesen, zu dem wir beide ganz zufällig wollen? Hm.
Was weißt du denn darüber? Hey, das ist nicht fair. Ich habe zuerst gefragt. Okay, nun, ich weiß überhaupt nichts. Und du vermutlich auch nicht. Ich sagte nicht, dass ich nichts weiß. Doch, hast du. War das so klar? Schon, ja. Die Frau ist keine Ahnung wie alt, die schaut dich. Ich weiß nur, dass ich zu einem Treffen mit Augustin Lieber eingeladen wurde. Und dass das irgendwie was ganz Besonderes sein soll. Und dass es in meinem Interesse wäre, die Einladung anzunehmen. Wäre das für dich ein Grund, irgendwo hinzufahren? Na, für mich auch. Was? Meine Einladung lautete ziemlich genauso. Sass. Linda ist dankbar, dass du angehalten hast. So, jetzt können wir uns das mal nur ganz kurz anschauen. Bestimmte Entscheidungen haben direkte Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den Charakteren. Den aktuellen Status aller Beziehungen zwischen Charakteren kannst du dir im Beziehungsmenü ansehen. Wähle den Namen eines Charakters, um die Entscheidungen zu sehen, die Einfluss auf die Beziehung hatten. Okay, Maddie hielt an, um Linda mitzunehmen. Das ist schon mal gut. Und hier Schicksal, da können wir halt dann sehen, wie Sachen anders entschieden werden können. Das hätten wir uns nochmal anschauen sollen im... bei dem Sam vorher. Sieh mal hier. Die so saß, wir hätten sie stehen lassen sollen, ja. Wurde gesagt, wie diese Augustin ist. Ja, das ist die, die am Anfang im Trailer da so gestanden ist und gesagt hat, die im Wald so gestanden ist und gemeint hat, oh, ich werde irgendwie diese Welt verändern, bla bla. Können die nie in der Früh losfahren? In the House of Darkness. Jetzt sind wir im Jahr 2024, schau. Garand Manor. Jetzt passt das. Ich habe vorhin mal die ein, zwei Minuten verpasst. Ja, das war ganz am Anfang, hat man die kurz in einem Umhang stehen sehen. In einem Wald. Und dann war nur so, ich bin die Augustin irgendwie und... Ich habe aber auch schon wieder vergessen, was die gesagt hat. Irgendwas, ich verändere die Welt. Dieser Ort ist definitiv ein wenig zu... übertrieben? Ich wollte sagen, ein wenig zu sehr wie in einem Horrorfilm. Ganz genau. Horrorfilm. Also, klopfen wir, oder? Ich weiß nicht. Oh, ich. Klingel. Gerade das nicht so ein... Schrei, ja. Das Klingel. Wie bei... Ist das ein Nightmare Before Christmas? Ja, sowas, ja. Scheint keiner da zu sein. Das ist auf jeden Fall die Zeit, zu der ich hier sein sollte. Ich auch. Hallo! Jemand zu Hause! Wir haben keine Nummer. Warum gehe ich denn dort hin? Kann ich ja... Wir sollten das einfach an jeder Tür probieren. Ja, meinst du? Naja, man erwartet uns, oder? Das kann doch nicht. Gehen wir einfach rein? Warum fragst du mich das? Sie fragt Weil uns du das. Erwachsen bist. Bist du auch, Maddie? Aber die andere ist erwachsen. Dann gehen wir rein. Lass uns aufteilen. Schätze ich. Nein, wir gehen dieses Mal gemeinsam ins Haus. Aber ja, wir probieren es an jeder Tür. Lass mal aufteilen. Fix. Warum sind die Lichter aus? Weiß nicht. Warum liegt hier Strom? Warum trägst du eine Maske? Hallo! Hallo! Sehen wir uns mal um. Jetzt können wir uns aufteilen. Jetzt. Lass aufteilen. Das ist ja eh Licht. Hallo? Wir sind hier. Lieber. Ich mag die Augustin lieber. Die ist ja selbstverliebt. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Ganz schön. Selbstverliebt, sagte ich die ganz lange Zeit ein Bild von sich selber im Schlafzimmer hängen. Das wirkt schon etwas lebendig. Oh nein, da wollen wir noch nicht dran. Weil das bedeutet, da kommen wir nicht mehr zurück. Wo warst du das? Weil das dieses Zeichen wieder ist, wie vorhin. Dieses unten rechts, siehst du? Ah. Ja, mach, das wird doch lustig. Nein, wir müssen erstmal umschauen. Wirst mal sehen, ob ich hier noch irgendwas finde. Ja, 21 Uhr. Ich denke mir auch immer, fahr halt früher los, damit du um 21 Uhr dort ankommst oder weiß auch nicht. Hauen wir irgendwas um. Ja. In so eine teure Vase. Marie Antoinette. Ich glaube, das sind die Vorherrinnen des Hauses. Oder so. Oh, da sehen wir schon, wie viele Figuren wir haben. Zwei. Oder sie hat sich einfach nur in verschiedenen Posen
ablichten lassen. Ich glaube, das ist so die Blutlinie. Der Augustins Liebers, aber keine Ahnung. Liebhers. Liebers. Liebei. Aufheben. Blatt Papier. Drehen, drehen. Ja. Das könnte ich sogar spielen. Thema des Überlebenden von Mozart. Kannst du es lernen? Du, 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 du. Das ist Zelda. Aber warum ist jetzt bei Zelda, du Lulu? Ich habe auch gewartet, bis du draufkommst, was es ist. Ich habe das von dem ersten schon erfahren. Ich weiß, was machst du da, oder? Okay. Spring aus dem Fenster. Mrs., ich bin so toll und klug. Klug. Ich habe nicht mal gespielt, Zelda. Ich auch nicht. Aber ich werde jetzt bald eins spielen. Nein, du kannst nicht. Doch, kann ich. Wie ich diesen schaurigen Landhausstil hier liebe. Wie ich das hier liebe und besonders erotisch sagen muss. Bruno Stanford III., Geschäftskenner. Für gute Ideen braucht man einen Plan. Für grandiose braucht man einen Stan. Das finde ich irgendwie cool. Ich freue mich auf unsere Geschäfte. Das ist heute. Ich freue mich darauf, mit dir Geschäfte zu machen. Wenn du es mit deinem Versprechen ernst meinst, wird sich dieser Abend für uns beide lohnen. Wir sehen uns dann am 13. Heute, es könnte ja irgendwer... PS, kannst du mir jemanden für eines dieser schwarzen britischen Taxis empfehlen? Meine übliche Kontaktperson ist gewissermaßen verhindert. Warum ist da ein Feuer? Ich glaube, wir sind nicht alleine hier. Das ist auch wieder eine äußerst kluge Frage, Keksi. Geschäftskenner? Er ist ein Snob beim Geschäft? Pfui. Ah. Okay, ich mag Linda. Linda ist cool. Hast du das da oben gerade gesehen? Nein, ich habe nämlich direkt das hier ange... Frau Lieber, ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich meine Mitarbeiter wie gewünscht beurlaubt und gebeten habe, das Gelände vor der Ankunft ihrer Gäste zu räumen. Warum lässt man sowas einfach hier liegen? Sie kommen dieser Anweisung gern nach, möchten verständlicherweise jedoch gerne wissen, wann Sie das Gelände wieder betreten können. Ich stelle Ihnen nur äußerst ungern Fragen zu Ihren Privatangelegenheiten. Aber gehe ich recht von der Annahme, dass Ihre Gäste das Gelände verlassen werden, sobald diese Sache abgeschlossen ist? Wenn ich mich nicht irre, hätten Sie erwähnt, dass es sich bei Ihren Gästen um Sammler handelt, die Ihre Interessen teilen. Wäre es in diesem Fall nicht wünschenswert, vielleicht sogar ratsam, einen Mitarbeiter Ihres Vertrauens zur Unterstützung dazuzuholen? Ich würde diese Aufgabe gern höchstpersönlich übernehmen. Es wäre meine Freude und Ehre, einen Blick auf die kostbaren Gegenstände in Ihrem Privatreliquiar zu werfen und sie gegebenenfalls in den Händen halten zu dürfen. Ich bin nur wenige Autominuten entfernt, sollten Sie meine Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Selbstverständlich kann ich dabei strengste Diskretion gewährleisten. Während ich die letzten 3 Jahre auf Garand Manor als Gutsverwalter tätig war, habe ich stets höchsten Wert auf Zurückhaltung, Seriosität und Verlässlichkeit gelegt. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Ihr ergebener Diener J.F. Grimes. Oder Grimes. Hey, ich glaube, ich weiß, warum niemand hier ist. Was? Warum? Die haben bestimmt vergessen, dass wir kommen wollten und einen Ausflug gemacht. Kann sein. Hä? Sie labert irgendwas. Sie so, hallo, ich lese gerade einen Brief. Ich bin nach Hause gefahren. Was für Sammler? Was sind wir für Antiquitätensammler? Spielst du? Nö. Ein bisschen. A, da, C. Nein, D, C. D, nein. Das habe ich vorhin gesummt. Dead by daylight. Das habe ich vorhin gesummt. Verrückt, was? Ja. Ich habe das nicht erkannt, als du es gesummt hast. Schon mal einen echten Geheimgang gesehen? In alten Herrenhäusern wie diesem findet man häufig verborgene Durchgänge. Oh nein, Leute, es geht direkt in den Keller. Damit die Dienste so unauffällig wie möglich ein- und ausgehen können. In den Überleben. Hast du in deinem Haus auch welche? Menscheninstinkt, Überleben. Heimlichkeit ist ein Privileg der Reichen. Okay. Komm, lass uns in den Keller gehen, haken, uns aufhaken. Billy. Nein, das ist die Jägerin. Das Wiegeli. Da hat sich jemand aber eine gruselige Puppe gewünscht. Oh, wie cool. Das ist ja so cool. Also die Leute, die Dead by Daylight gespielt haben, werden das übelst feiern. Oh mein Gott, wir gehen einfach weiter. Ach, jetzt sind wir unten, schau. Einmal durchgegangen. Jetzt sind wir da, wo wir... Wo es weitergeht. Halbgeheimer Raum. Dead by Daylight. Du hast es gleich erkannt, Annika. Dum, 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 dum. Weil ich Klavier spiele. Weil du Klavier spielst und so klug bist.
Dynamit! Kein Dynamit. Was labert die das jetzt, nachdem wir die Brief fanden? Ja, das habe ich auch nicht ganz gecheckt. Oh! Hallo, hallo. Willkommen. Fremde Person. Hallo. Hallo. Das ist sicher das Ich habe leider keine Anweisungen erhalten, was ich hier tun soll. Also... Ja, ich... Oh Gott, das ist so ein schmieriger, ekliger... Boah, ich kann dir schon echt leid, wie unhöflich von mir. Ich heiße Stan. Ich habe sofort gewusst, dass Stan ist. Maddie. Maddie? Schöner Name. Kurzform von Madeline. Nein, von Madison. Ah, Zweitname Lexington? Was? Midtown. Der Big Apple? Die Stadt, die niemals schläft. Heimat der schönsten Frauen und heillos verzweifelten Männer. Boah, ist der eklig. Madison Avenue. Okay, kapiert. Ein passender Name für so eine reizende Lady. Uah, ekelhaft. Stan, also die Kurzform von Stanford. Was haben wir ja... Haben wir herausgefunden. Sei ein bisschen interessiert. Sei mal interessiert an dem Dude. Wartest du schon eine Weile? Lässig will ich nicht sein. Ich finde nämlich, dass die überhaupt nicht lässig ist. Die wäre gern cool, aber sie ist nicht cool. Die ist ein Opfer. Dein Opfer ist jetzt auch nicht. Die gute Augenbrauen. Schau, Keksi schreibt auch. Ja, Augenbrauen hat sie schöne, das stimmt. Keksi sagt, du bist K-L-U-K. Klug. 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 Obwohl das CO2... Stan, das ist doch die Kurzform von Stanford, oder? Ah, ich sehe, mein Ruf eilt mir voraus. Bruno Stanford der Dritte. Bruno Stanford der Dritte. Na, aber nur, wenn du mich Stan nennst. Ich nenne dich gar nicht. Halt's Maul. Oh, Stan, das ist... Linda Castle. Ich bin ein Riesenfan deiner Werke. Ich bin sprachlos. Ja, ich fühle mich geehrt. Durch deine Gegenwart. Ah, okay. Gut. Bruno Stanford der Dritte. Zu deinen Diensten. Aber nur, wenn du mich Stan nennst. Wie ist das? Sorry. Klar. Künstlerin. Eine wahre Ehre. Wirklich. Also, was ist denn jetzt hier? Nun, ich glaube, unser neuer Freund Filme. Kennt ein paar meiner kleinen Filme. Hey, langsam, langsam. Deine Filme sind so einiges, aber nicht klein. Du machst Filme? Ja, ich habe ein paar gemacht. Ja, aber nicht nur irgendwelche Filme. Kennst du vielleicht zum Beispiel Buried by the Break of Dawn? Blood Point. Bloodbenders. Avatar. The blade may swing in both directions, but death only moves in one. Nein. Sorry. Wartet, seid ihr zwei nicht gemeinsam hier? Oh, nein. Ich meine, ja, wir sind zusammen unangenehm. Hergefahren. Ich kenne keines deiner Werke. Mein Auto hat gebockt. Das sind sicher so... Verstehe. Tut mir leid, ich hielt dich für Lindas Assistentin. Nee, nur ich. Warte, ist das ein Kompliment oder eine Beleidigung? Oh, nun, ich wollte nicht... Schön, dass Titel du denkst, ich hätte so Arthouse-Filme sein. Ja. Falls du eine hättest, wäre sie sicher nicht so reizend wie Fräulein Avenue. Dein Nachname ist Avenue? Ah, nein, 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 nein. Hä? Habe ich was verpasst? Nur, dass wir nicht wissen, was wir ohne unseren Gastgeber tun sollen. Wo auch immer er steckt. Wir sollten uns weiter umsehen. Ich meine, was spricht dagegen? Ich meine, was spricht dagegen, in einem fremden Haus einfach alles in die Hand zu nehmen und anzusehen? Von der Gastgeberin? Ich meine, wenn die Schöne nicht da ist, würde ich auch so... Oh, ich will dich nicht mit Details langweilen. Hat mit Geld, schnellen Autos und Handel zu tun. Boah, der ist so eklig, der Nichts typ. Illegales, natürlich. Natürlich. Oh, natürlich. Gilgamesch, das kennst du, gell? Ich kenne Gilgamesch. Das ist eine... Das kenne ich von Anime. Ich kenne es als Esper aus Final Fantasy. Richtig unbeschwerte Bettlektüre. Sie kämpften, sie zerstörten die Schwelle, sie schwächten die Mauer. Behalte den Verlauf des Kampfes im Auge genommen. Wie du siehst, hindert Enkidu Gilgamesch daran, durch das Tor zu gehen. Gilgamesch sieht sich gezwungen, seine Macht zu demonstrieren, um den Tiermenschen zu unterwerfen. Deine Mutter Enkidu hat einem einzigartigen Sohn das Leben geschenkt. Die wilde Kuh im Stall. Dank Ninsun stehst du über den übrigen Herrscher der Menschen. Enkidu sagt, dass Gilgamesch von Geburt an einzigartig gewesen sei und über den übrigen stehe, was sein Herrschertum rechtfertigt. Allerdings sagt er das erst nach dem Kampf. Das bedeutet, er konnte sein Recht als Herrscher nur durch Gewalt unter Beweis stellen. Fussel, dankeschön. Warum sehen wir nicht, dass da ein verschenktes Abo kommt? Es wird irgendwie nicht... Warum wird es nicht angezeigt? Dankeschön für den verschenkten Abo. Großes Herzchen. Sushi-Kuss geht raus an dich. Komm dazu, meine Liebe.
Ich bin fest entschlossen, den Zedernwald aufzusuchen. Anmerkung Sino Nomen. Gilgamesh erklärt zunächst seine Absicht, den Zedernwald aufzusuchen und erkennt, dass er seine Macht demonstrieren muss, um zu beweisen, dass er des Besuchs auch würdig ist. Wir lassen Waffen für uns anfertigen. Die Arbeit vertrauter Kunsthandwerker. Gilgamesh ist zwar in der Lage, mit bloßen Händen zu kämpfen, doch er weiß, dass Waffen, die seinen gewählten Rang würdig sind, seine Macht stärken würden. Die Meister fertigten Beile, Äxte mit je 3 Talenten, fertigten sie. Gilgamesh arbeitet daran, etwas zu schaffen, das seiner Macht gerecht wird. Wenn er sich im Zedernwald einen Namen machen kann, verdient er sich das Recht, auf ewig sein wahres Schicksal zu leben. The Epic of Gilgamesh. Ein Buch, das Norman verdeutlichen soll, dass Gewalttaten heldenhaft sein können. Wer ist dieser Norman? Norman voll normal, kannst du dich noch erinnern? Ja. Nur ich bin völlig normal geblieben. Wie ging es? Dies ist ein verrücktes Haus, nichts ist hier unmöglich. Oh nein! Ach, ich kann nochmal zurückgehen. Sehr gut. Wir müssen noch ein bisschen umschauen hier. Also, wenn du... Da schwebt ein Glas. Da schwebt ein Glas. Wait, what? Was? Da schwebt ein Glas. Wie? Was? Oh mein Gott, können wir das klippen? Leute, ihr müsst heute klippen. Ja. Wann ist das passiert? Hallo ihr Lieben, ich bin auch mal wieder am Stream dabei. Schön, dass du mit dabei bist. Just komm dazu. Vielen Dank. Großes Herzchen an dich. Dicker Sushikos. Hi. 4 Jahre. Ist eins lange Zeit. Ich finde es cool, dass Rena und Miss Fussel wieder gleichzeitig kommen. So, als hätten sie sich abgesprochen. So, wir öffnen hier mal. Nehmen das. Du weißt ja, dass du hinter dir Wasser hast, gell? Ein Filmplakat. Ein Filmplakat in einem Schrank. Traust du dich in die Mördermilch? Die, oh, weißt du, wer in einer Mühle gestorben ist? Frankenstein. Also der echte. Hey, kennt jemand von euch Mördermill? Heiliger Ninja. Ein Witz, oder? Nein. Ninja. Ninja, hätte ich gesagt. Heiliger Ninja. Ich bin hier doch nicht der Einzige, Sasuke. Der den Film kennt. Sasuke. Linda Castle. Warte, ist das einer von dir? Robert Greene. Oh Gott. Das war eins meiner ersten Projekte. So gut wie kein Budget. Wir hatten keine Ahnung, was wir taten. Hätte nie veröffentlicht werden sollen. Denke ich immer noch. Warum? Sachen werden oft maßlos übertrieben. Er wurde wohl nur ein paar Mal gezeigt. Und jedes Mal ist das Publikum in einen Blutrausch verfallen. Oh, solche Nein, Filme. Hör auf. Streit es nicht ab. Der Film ist legendär. Ich glaube, die Leute waren einfach nur gelangweilt. Okay, du musstest sicher Geheimhaltungsverträge und so unterschreiben, aber... Was? Für wen? Die Regierung, als sie sämtliche Kopien des Films konfisziert und zerstört haben. Ach, hör schon auf. Eine Kopie haben sie aufbewahrt. Für alle Fälle. In einem Geheimlabor des CIA namens Larry Memorial Institute im Rahmen von erweiterten Verhörtechniken. Ja, aber kennst du es nicht so? Das sind Woher diese Filme, weißt du wo das die Leute alles? Ich bin so ausrasten und auf einmal sich hauen und... Und so ein Wissen ist praktisch. Abstechen, doch, doch. Massentötung im Kino und so. So was existiert? Ja, ich weiß nicht, ob es in echt passiert oder ob das nur in... Aber ich habe schon in Filmen so gesehen und so. Na, habt ihr euch nicht abgesprochen? Einfach nur passiert, ja? Das glaubt uns keiner. Nein, wirklich nicht. Keine Ahnung, aber ich stehe auf Theatralik. Da kommt sie jetzt. Die Linda. Nicht Linda, Entschuldigung. Gut. Augustin. Wie ich sehe, habt ihr drei schon Bekanntschaft miteinander gemacht. Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Es gibt derzeit viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und ihr verdient meine volle Aufmerksamkeit, während wir hier sind. Mich auch Ach ja, und apropos Aufmerksamkeit. Oh, hast du etwa Durst? Das geht nicht. Schließlich verhandelst du ein bisschen zu gut, wenn du nüchtern bist. Und doppelt gut, wenn nicht. Madison. Wie wäre es mit einer Erfrischung? Einfach nur Maddie. Oh, das war nicht Fehler. Die Frage. Also Maddie. Oh, macht nichts. Unsinn. Stehe immer zu dem, wie du dich nennst. Dein Name macht dich aus. Vergiss das nie. Rebi. Und wer bist du? Ich nenne mich Augustin Lieber. Ja, ist fix nicht so. Freut mich, Augustin Lieber.
Da wir nun wissen, wie wir heißen, wie wäre es mit einem Drink? Oh! Kann ich einfach Wasser haben? Ich brauche keinen Drink. Kein Alkohol für mich. Kein Alkohol. Alkohol führt nur zu... No. Jetzt kommt der René da. Ja, jetzt kommt René. René spielt jetzt auch langsam. Jetzt hören wir Dead by Daylight. Komm Leute, ihr müsst abstimmen. Ihr könnt im Chat abstimmen. Miss Fussel, Rena, ihr kommt gerade erst dazu. Ihr könnt mit abstimmen im Chat. Haben wir oben immer im Chat. Kommt eine kleine Abstimmung. Ja, schon gut. Sicher? Ist echt gut. Nein, ich ja, nicht. Das stimmt. Schau, ja, er schaut schon Punkt Fliegen zu aus, der Typ. Und trinken sind nichts für mich. Aber danke. Du hast den Augustin angebotenen Trink abgelehnt. Und habe damit mein Schicksal geändert, weil es ist sicher vergiftet. Weißt du noch, wie du heute gesagt hast, warum bewusst, hast du den Kuchen gegessen? Ich weiß, dass ihr alle eine lange Reise hinter euch habt. Trotzdem hoffe ich, dass ich diese Mühen für euch gelohnt habe. Ist cool bisher. Noch nicht viel passiert. Das liegt jetzt an dir. Aber war ich schon nehme gut, das an. Intro bisher. Zeig mir deins und ich zeig dir meins. So ungeduldig. Mäßigung. Mäßigung, Mr. Stanford. Nicht alle sind auf dem Laufenden. Komm zur Sache, Augustine. Ich bin nicht wegen der Drinks hier. Was ist da drin? Okay, ich weiß nicht, was ihr verkaufen wollt, aber ich besitze zufällig eines der begehrtesten seltenen Filmartefakte, die es gibt. Wir kommen alle für einen... Was ist das hier? Nun, das hier ist das einzige noch erhaltene Segment des Original-Zelluloid-Streifens von Murder Mill. Oh! Das älteste bekannte Werk einer berühmten Regisseurin. Regisseurin? Angeblich. Sollte ein Vermögen wert sein. So sagt man. Muss euch leider enttäuschen. Verdammt! Also doch kein so wertvolles Einzelstück. Nicht ganz. Aha, warum bringen alle was mit? Was haben wir mitgenommen? Dummheit. Wir sind so... Ich wusste nicht, woher es kam. Ah, wir haben auch sowas. So klar. Du hast mir gesagt, dass ich es dir persönlich bringen muss, wenn ich es... Ich halte meine Versprechen, die ich dir mache. Hä? Was passiert hier? Euch allen. Alle bringen mir irgendwelche Filme. Oder alle Und bringen... Und wenn ich nicht verkaufe? Nun, du musst ja nicht. Aber hast du nach 40 Jahren nicht langsam genug gelitten? Ich bitte noch einmal um Verzeihung, aber in meinem Privatreliquiar warten dringende Aufgaben. Reliquiar. Fühlt euch also bitte bis zu meiner Rückkehr weiterhin ganz wie zu Hause. Ja, was will ich jetzt bitten? Ich finde, wir sollten weiter darüber reden. Zu gegebener Zeit, Linda. Ich würde nach Hause fahren. Ich wäre so, ciao, was ist das hier? Wo gehe ich? Wo ist eine... Wo kann ich mich duschen? Wo ist mein Handtuch? Wo schlafe ich? Du, nicht mal Wasser haben die bekommen oder so. Oder einfach nur mal saufen oder nicht? Wir hatten es fast geschafft. Ah. Ich fühlte die Macht des Entitos durch das Stahlwerk vibrieren. Bis Sam Greens engstirniger Heldenmut alles zunichte machte. Das Ritual gestört. Der Schlüssel zerbrochen. Oh. Doch Frank Stone starb in dieser Nacht nicht. Seine Essenz wurde ins Fundament des Stahlwerks gebrannt. Ein endloser, gequälter Albtraum. Ich musste einen Weg finden, ihn zu erwecken. Okay, also Frank Stone, der Killer auf jeden Fall in diesem... Deswegen the casting of Frank Stone. Ich dachte, wir casten jemanden für einen Film. Du kapierst es einfach nicht. Oder? Du denkst, wir sind schwach? Unbedeutend? Du machst mich krank. Das ist ein Ausschnitt von diesem Film. Es gibt da nur eine Sache, die ihr Bastarde nie verstehen werdet. Ihr Bastarde! Ihr könnt uns fesseln. Ihr könnt uns foltern. Ihr könnt uns vor jede höllische Prüfung stellen, die eurem kranken Hirn einfällt. Aber unseren Geist,
werdet ihr nie besiegen. Oh Gott. Da war ich jetzt schon wieder zu. Ja? Nein. Nein, nein, nein. Meine Schwester? Oh Gott. Oh, meine Schwester. Ich muss also nur meine eigene Schwester hintergehen. Und dann darf ich gehen und weiterkämpfen? Verflucht seist du! Verflucht seist du, dass du mich zu dieser unmöglichen Entscheidung zwingst! Ich würde lieber sterben, hoffnungslos, nimm sie. Schwester nehmen oder trotzig sein? Ihr könnt auch wieder mit abstimmen, was Jamie tun soll. Wo bist du, wer Jamie? Wo weißt du, wer Jamie ist? Der stand die ganze Zeit unten. Ich würde lieber sterben. Oder nimm meine Schwester, let's go. Nanika, okay, ciao. Versuchst du nochmal das Fenster zu öffnen? Ja, es ist, wie gesagt, schwierig. Ich widerspreche euch nicht. Du verstehst halt nicht, was uns zu Menschen macht. Ich sterbe lieber 1000 schlimme Tode, als einen geliebten Menschen zu verraten. Meine Antwort ist nein. Und nichts, was du tust, kann mich umstimmen. Nichts. Also gut, du Alien-Abschaum. Gib alles! Ich ertrage es! Für das Alien-Abschaum sehen wir nicht. Dafür hat das Budget für diesen Film nicht gereicht. Nein! Er ist kein guter Todschauspieler. Und cut! Wie war's? Das war großartig. Oh echt? Gott. War es nicht zu viel? Alles. Puh, vielleicht habe ich ein bisschen dick aufgetragen. Man muss die einfachen Leute abholen, Jaime. So macht man Chris Kohle. Chris ist mit deiner Schauspielerei cool. Zufrieden. Danke. Wie war's, Linda? War das gut? Ich schau mal nach. Also, oh mein Gott, das ist Linda. In Jung. Die andere war jetzt Linda. Kann man an der Super 8 die Maske checken? Ja. Nicht wirklich. Das Objektiv ist fest, also... Da will wohl jemand mit den tollen neuen Sachen angeben, die sie aus den Filmbüchern in der Bibliothek gelernt hat. Ich versuche nur, das Handwerk ernst zu nehmen. Das Handwerk! Ach, Gottchen! Okay. Haben wir es jetzt? Oder wie? Ja. Also, sah doch super aus. Auch die Blutzähne? Also... Linda, du hast... Die Blutszene im Kasten, oder? Eigentlich geht's ja mehr um Jaimes Performance. Was? Jaimes? Ich fand mich grandios. Ich dachte, ja, aber Jamie. Hast du die Szene auch aufgenommen? Jaime. Man sieht ein bisschen Blut in Jaimes Gesicht spritzen. Oh, Linda! Ich sagte doch, ich will eine breite Nahaufnahme von unserem super coolen blutigen Arm und Jaimes Gesichtsausdruck. Nicht nur eine extreme Aufnahme von Jaimes Gesicht. Ich hab's echt gefühlt. Du musst mir auch zugestehen, meine künstlerische Ader mit der Kamera auszuleben. Was hast du gefühlt? Die Stimmung. Eine breite Nahaufnahme gibt's übrigens nicht. Oder ja, ich habe mir auch gedacht. Du machst dich hier echt zum Affen. Habt ihr vergessen, dass ich die Regisseurin bin? Sind wir fügsam, Linda, respektiere die Regisseurin. Eigentlich verstehe ich das schon so ein bisschen, die Regisseurin zu. Aber auf der anderen denke ich mir... Es gibt keine breite Nahaufnahme. Keine Ahnung, was. Wie soll das ausschauen? Black Dream, vielen Dank für 27 Monate. Großes Herzchen. Dicker, fetter Sushi-Kuss geht raus an dich für den Support. Danke, dass ihr heute so krass auch mit den Abos seid. Vielen, 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 vielen Dank. Heute ballern die Leute wirklich. Heute ballern sie Ärger. Na ja. Klar. Chris, du bist die Regisseurin. Aber dazu gehört auch... mit Leuten zu arbeiten, denen du vertraust. Und ich vertraue auf Lindas Urteil, was die Kamera angeht, weißt du? Wir drehen einfach beide Versionen und schauen zum Schluss, welche besser funktioniert. Ich finde, das ist ein Kompromiss. Und das wird meine sein. Chris ist genervt, weil ich Regie führe. Ach so, Bitch. Okay.
Halt still. Ich mach dich sauber. Diesmal kriegen wir es hin. Und wenn nicht, kannst du dich nach dem Dreh angemessen bei mir entschuldigen. Ah, okay, die Bumsen. Schmeckt wie Pfefferminz-Hustensaft. Ja, mein Würgen war ganz echt. Das was soll wert? Ich gehen? Okay, okay, macht euch bereit, alles auf Anfang. Wir machen weiter, wir machen weiter. Okay, Ton läuft. Kamera läuft. Okay, bereit machen. Und halten. Und halten. Und Action! Du dreckige Schiff. Da! Oh oh. Fuck! Nein! Oh Mann, das ist nicht gut. Was habt ihr hier zu suchen? Hey, oh, den kennen wir doch. Hi, Mr. Green. Sheriff. Sheriff. Ja, sorry. Wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt euch von hier fernhalten? Wir waren gerade mitten in einem Take. Ein Take? Für unseren Film. Ihr könnt hier keinen Film drehen. Aber hier spielt doch der große Höhepunkt. Dies ist ein abbruchreifes Stahlwerk, Jaime. Jaime. Und ihr seid Einbrecher. Nun, hey, Mister, wenn ihr die Nacht mit dem Knast verbringen wollt, dann schlage ich vor, dass du, Linda und... Dixie. Miss Tammy D. Dixie. Die ist gestört. Gordon. Miss Christine Gordon. Oh. Schlage ich vor, dass ihr das Gelände sofort verlasst. Was ist das für ein Zeichen? Und ihr unter keinen Umständen mehr einen Fuß ins Stahlwerk von Cedar Hills setzt. Ja, weil sonst kommt der Killer. Aber wir wollen doch nur die letzten paar Szenen drehen, Officer, Sheriff, seien Sie doch nicht so. Oder so ein bisschen. Scheiß den nicht an. Scheiß den nicht an, Herr. Glaubst du, da kommt ein bisschen Sauerstoff? Wir aufmachen kurz. Du kannst auch kurz rausgehen, wenn du möchtest. Geht's? Nein, das ist ja noch schlimmer, wenn du dann erst wieder reinkommst. Wir können auch das Essen raustragen. Trag die Luft dran. Quetsch die Luft, quetschen. Das halt trinken. Ich hab eh widerstrebend. Die anderen haben Entschuldigen gemacht. Ich wollte nur Stress machen. Oh Mann. Sir, tut uns leid. Uns war nicht klar, dass wir was Falsches tun. Der wir Chat gehen. Kann hey, 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 Jaime. Wir müssen diesen Film beenden. Ich weiß, aber wir müssen dem Sheriff gehorchen. Er ist der Sheriff. Mir doch egal, er kann nicht... Und wir tun sehr gerne, was auch immer der Sheriff sagt. Dann kommen wir wieder, wenn Und, er weg ist. Vergesst nicht aufzuräumen. Oh je, das kaputt. Ich werde jetzt auch frustriert. Das ist Arsch. Das ist wirklich Arsch. Wie gesagt, ihr könnt auch immer alle, die gerade zuschauen, im Chat mit abstimmen. Wenn ihr das wollt. Hast noch nicht so viel verpasst, Christopher. Komm einfach dazu. Stimm mit ab. Wir sind jetzt wieder in der Vergangenheit. Was sollen wir mit einer kaputten Kamera machen? Nachdem... Sie reparieren. Nachdem das passiert ist mit Den dem... Film beenden. Schießen und... Aber woanders. Baby. Als hier. Sam Was gefällt stimmt denn Ton mit dem nicht? Nicht? Er ist nicht so übel. Normalerweise. Wir tun nicht, was er sagt, oder? Ich würde schon tun, was er sagt. Echt? Wir überlegen dann in der Garage, wie wir den Film beenden. Ich hätte jetzt auch noch gedreht, to be honest. Aber die Kamera. Ja. Rede Kai. Alles im Kasten, Sir. Danke, Jaime. Denk dran, was ich gesagt habe. Nochmal warne ich dich nicht. Ja, Sir. Ja, also, dass er nicht gut bewegen kann.
beeilt. Weil er weiß ganz genau, was hier damals passiert ist.